Shalom Aleichem. Das, was interessiert heute die Menschen, die meisten Menschen, ist, wieso gibt es in der Welt so viel Angst, Sorgen, Schreck? Guck mal die Menschen an in den letzten paar Jahren. Es ist geworden sehr viel Angst, ob es jetzt die Corona oder Krieg von Ukraine, geschäftlich, Beziehung, Freundschaft. Und Menschen wollen wissen, warum, wieso, weshalb, wozu. Es war schon immer in die ganze Geschichte von dem Volk, von der Historie, immer Ängste. Und es ist so scharf und verspitzt, dass die Menschen können nicht mal miteinander diskutieren, also gute Freunde. Eine ist pro Impfung, der andere ist gegen und sie können nicht mehr diskutieren. Die streiten, sie wollen miteinander nicht mehr reden, weil jeder verliert seine Meinung durch die Angst vom Diskutieren. Wenn er denkt so, dann hat er vollkommen recht und der andere hat Unrecht und jeder hat seine Meinung dazu. Familien, Freunde und Lernen. Prophet Jeschaja in Kapitel 2, Jeschajau ben Amoz, sagt uns in Kapitel 2 dem Chazon die Vision von Jerusalem. Man braucht unbedingt Dvar Hashem, Gottes Wort, an alle bringen, al kol ha'amim, an alle Völker. Ki mitzion tetzé Torah und Dvar Hashem Jerusalem. Unsere Aufgabe ist zu bringen Hashems Wort in die ganze Welt. Die Realität ist, die Menschen haben Hochmut, Stolz, Arrogant, Ga'ava, sie denken, Kochi ve'otzem yadi, ich hab gemacht, ich hab geschafft. Und so denken sie. Und Hashem wird machen ein Mishpat, Ben-Lumi International. Bis dahin, dass die gute Zeit wird bald kommen, gibt es eine Elilut, eine Götzendienerei für sich. Armee, Wirtschaft, Politik, Rating. Die Menschen sind in Ängste oder sie laufen, gib doch zu ihrem Bunker. WhatsApp, Facebook, alle technologischen Sachen. Und Prophet Jeschaja sagt in Kapitel 2, die Menschen werden rennen nach Wirtschaft, Armee, die Regierung wird sein von Leuten, die haben Armee gemacht, die Völker werden sorgen, mehr tanken, mehr Flugzeuge, mehr Geräte. Also was muss man machen? Muss man die Selbsthochmut von Götzendienerei wegwerfen und beginnen zu verstehen, dass die Angst, was wir haben, ist wegen unserer Hochmut. Es ist Pachad von Hashem. Es ist Pachad, es ist eine Angst, weil Hashem will, dass wir uns Ishpal, dass wir uns erniedrigen und demütig sein und sanftmütig sein, um seine Wort richtig zuzuhören. Hashem hat versprochen, Avraham Avinu, Vavorcho mevorchecho, ich werde segnen die, die dich segnen, und das Gegenteil auch, aber die letzte Pasuk ist, Venivrechu becho, kol mishpecho iso adomo. Mit dir werden gesegnet werden alle Völker in dieser Welt, so wie in die Zeit bei König Shlomo. Liebe Freunde, Tora von Frankfurt, unsere Rebbe hat das schon vor vielen Jahren gesagt, dass man muss Tora überall lernen und nutzen die Medien, um Dvar Hashem, um Gottes Wort weiter zu verbreiten. Liebe Freunde, in 2 Wochen, so Gott will, am Sonntag, wollen wir gemeinsam treffen. Alle sind eingeladen zu einer Shiur gegen Mittag in Frankfurt. Einzelheiten werden noch kommen im Irtz Hashem diese Woche, zu lernen, was sagt die Lubavitcher Rebbe über Pachad, über Angst, über Schreck, über Sorgen, über Hochmut. Also wir werden wegen dem Jahrzeit von der Lubavitcher Rebbe lernen. Viele Leute fragen, wann können wir treffen? Nicht online, also live, Gesicht zu Gesicht. Dann notiere ich bitte die Sonntag in 2 Wochen. Die wollen mehr Einzelheiten, sollen sich melden und wir werden euch sagen, wann und wo, so Gott will. Bis dahin, Leitraot, auf Wiedersehen. Wir werden schön lernen,
was zusammen essen, sprechen, trinken was Kaltes und gemeinsam reden über Schreck. Sei gebencht und leitraut. 2 Wochen, so Gott will, Dalet Tammuz, 4. Tammuz, für Jahrzeit von die Lubavitcher Rebbe. Leitraut.